Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Annika und ich gehe gern wandern und mag Eisenbahnen. Vielleicht kennt ihr ja meinen Kanal schon. Denn mittlerweile habe ich über 1000 Abonnenten. Thema des Videos ist heute eine kleine Zeitreise in meine Vergangenheit, ins Jahr 2013. Und wer da jetzt ganz schnell hin möchte, der nutzt einfach die Kapitelmarken, die ich angelegt habe. Ja, ich freue mich über 1000 Abonnenten. Danke, dass ihr alle da seid, dass ihr immer meine Videos schaut, dass ihr kommentiert, dass ihr einen Daumen hoch da lasst. Könnt ihr übrigens gleich machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich auch über jeden einzelnen Abonnenten, der da ist. Ihr als Zuschauer seid wichtig, aber ohne Videomaterial gibt es ja nichts, was ihr euch anschauen könnt. Also geht auch ein großes Dankeschön an Micha für das viele Material für die Eisenbahnvideos. Ohne das Material und die Eisenbahnvideos wäre auf meinem Kanal viel weniger los. Dann will ich das mal jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Jetzt geht's ab nach London. Und jetzt willkommen in London. Die Reise hat heute Morgen gegen 3 begonnen. Es ist Freitag, der 12. August 2013. Ich glaube, das Flugzeug ist gegen 6 in Berlin-Schönefeld gestartet. Es ging mit EasyJet direkt bis London Gatwick und schon um 9 Londoner Ortszeit war ich an der Victoria Station und konnte meine Sightseeing-Tour beginnen. Und wo beginnt man die am besten? Das bleibt wohl jedem selbst überlassen. Ich fahre als erstes nach Westminster und statte Big Ben einen Besuch ab. Danach schlendere ich über die Westminster Bridge. Der Dudelsackspieler hatte sich gerade fertig aufgebaut, als ich ankam. Big Ben ist übrigens der Name der mit 13,5 Tonnen schwersten Glocke des Turms. Der Turm ist etwas über 69 Meter hoch. Die unteren 61 Meter bestehen aus Ziegelsteinen mit Kalksteinfassade und obendrauf gibt es eine gusseiserne Spitze. Das Ziffernblatt hat übrigens einen Durchmesser von rund 7 Metern und der Minutenzeiger ist über 4 Meter lang. Als nächstes nehme ich das Riesenrad ins Visier. Das Landenei ist absolut begehrt bei den Touristen und die Schlange ist sehr lang. Nach ewigem Anstehen und ein bisschen Vordringen geht die Tour dann aber endlich los. Das Riesenrad ist 135 Meter hoch und es dreht sich mit 1 Kilometer pro Stunde. Das heißt, eine Umdrehung dauert 30 Minuten. Genug Zeit, um Fotos zu machen. Das Riesenrad wird übrigens auch Millennium Wheel genannt. Es wurde 2000 eröffnet. Geplant war eine Betriebsdauer von nur 5 Jahren. Wegen der großen Beliebtheit dreht es sich aber auch noch im Jahr 2013. Ich bin übrigens 2004 schon einmal mitgefahren. Damals war es noch das höchste Riesenrad der Welt, aber 2006 wurde es von einem chinesischen überboten. Heute, im Jahr 2021, ist es nur noch das viertgrößte. Von oben habe ich einen wunderbaren Blick über die Stadt. Es ist sehr untypisches Wetter, gefühlt 30 Grad und Sonne. Auf jeden Fall ist es ziemlich heiß. Da hinten ist der Chard zu erkennen, da geht's morgen hin. Und dort ist die St. Paul's Cathedral, da geht's übermorgen noch hin. Nach einer kurzen Pause in diesem kleinen Park nahe der Themse fahre ich mit der U-Bahn zur Tower Bridge. Als erstes kommt der Tower in Sicht und dann auch die Tower Bridge. Die Tower Bridge sieht nur gerade irgendwie komisch aus. Ach ja, sie ist hochgeklappt. Das hatte ich vorher noch nie so gesehen. Wegen der kurzen Zeit, die ich in London hatte, schaue ich dieses Mal nicht in das Museum in der Brücke. Ich kann euch den Besuch aber wirklich sehr empfehlen. Dabei geht es einmal durch die gesamte Brücke. Das ist sehr interessant. Die Tower Bridge wurde im Juni 1894 eröffnet. Heute fahren hier täglich 40.000 Fahrzeuge drüber. Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 244 Metern. Heute wird sie nicht mehr so oft geöffnet. Dennoch hat der Schiffsverkehr immer noch Vorrang vor den Autos. Meine Schuhe sind zwar nicht geputzt, aber ich zeige euch das Foto trotzdem. Hier stehe ich genau in der Brückenmitte. Weiter geht es ein Stück neben dem Tower an der Themse entlang auf Geocache-Suche. Es hat eine Weile gedauert, aber es war auch mein erster Nano. Hier seht ihr, wie klein der ist. Ja, den muss man erstmal finden. Nach einer kurzen U-Bahn-Fahrt geht es bei Madame Tussauds vorbei in Richtung Baker Street. In der Baker Street 221B gibt es ein kleines Sherlock Holmes Museum.
Für den Museumsbesuch ist aber keine Zeit. 3 Tage Sightseeing sind schon ohne Museum anstrengend genug. Und mein Tag hat ja bereits um 3 Uhr morgens begonnen. Also gehe ich weiter zur Baker Street U-Bahn-Station. Dort fahre ich hinab in die Unterwelt Londons. Und dann mit der U-Bahn zurück nach Westminster, wo ich ein paar, wie ich jetzt finde, unbeholfene Architekturfotos im U-Bahnhof mache. Ziel der Reise waren auf jeden Fall Fotos. Deswegen hatte ich auch das Stativ dabei und bin abends noch einmal losgezogen, um Nachtaufnahmen und Langzeitbelichtungen am Piccadilly Circus zu machen. Bekannt ist der Platz vor allem wegen seiner Reklametafeln. Die erste Tafel wurde schon 1900 angebracht. Heute erleuchten die Tafeln die Nacht, was für Fotos ziemlich ungeeignet ist, wie ich vor Ort festgestellt habe. Unglaublich, was hier in dieser lauen Sommernacht so los ist, wenn man es mit der derzeitigen Situation vergleicht. Für mich geht es jetzt wieder ins Hotel. Der Tag war lang genug. Am nächsten Morgen steht der Besuch im Shard an. Heute ist endlich typisches Londoner Wetter. Es regnet Bindfäden und die Sicht ist alles andere als ideal. Immerhin hat das Ticket knapp 30 Euro gekostet. Ich habe es samt Zeitslot vor meiner Abreise noch in Deutschland gekauft. Aber irgendwie sehen die Fotos, wie ich finde, sehr London-typisch aus. Ich kann die Tower Bridge, den Tower und St. Paul's sehen. Und das London Eye kann ich dort ja auch mehr erahnen als sehen. Der Shard hat seinen Namen von der Form. Er sieht aus wie eine Scherbe oder ein Splitter. Mit seinen 310 Metern Höhe war er bis Anfang 2020 das höchste Gebäude der Europäischen Union. Eröffnet wurde der Shard im Februar 2013. Deswegen musste ich da auch hoch. Die Aussichtsplattform liegt zwischen der 86. und 72. Etage auf über 221 Metern. Das Wetter ist absolut ungeeignet, um viel in der Stadt unterwegs zu sein. Also ziehe ich erst abends wieder los. Als erstes zur Westminster Bridge, um das London Eye bei Nacht zu fotografieren. Ich habe auch noch ein einziges Foto vom Big Ben gemacht. Und dann ging es weiter zur Tower Bridge, denn auch die sieht nachts ganz interessant aus. Alle Fotos, die ich gemacht habe und die ihr hier seht, sind unbearbeitet. Ich hatte damals noch nicht so viel Ahnung vom Fotografieren und habe einfach nur in JPEG fotografiert und meine Fotos auch eher wenig bearbeitet. Aber dafür, dass ich hier einfach nur rumprobiert habe, sind doch ganz sehenswerte Bilder entstanden. Am Sonntag, dem letzten Tag, statte ich schnell noch Lord Nelson einen Besuch ab und treffe tatsächlich auch noch einen alten roten Bus. Auf dem Weg zur St. Paul's Cathedral sehe ich gleich noch einen. Hier ist es überraschend grün. Ich ruhe mich kurz aus und mache ein paar Fotos. Und damit verabschiede ich mich aus London. Ich hoffe, die kleine Zeitreise hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Wie gesagt, ich freue mich über jedes Abo. Ja, dann gibt es hier oben eine Entdeckungsreise und hier unten ein Eisenbahnvideo. Denn montags ist Entdeckungsreisetag und am Wochenende gibt es ein Eisenbahnvideo. Also dann, genießt die Woche und entdeckt was Schönes.